Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich hatte schon versprochen, dass wir uns, ein bisschen besser, dass wir uns jetzt heute darum kümmern, die Waffen aufzubessern. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was haben wir denn eigentlich an schnieken Waffen da? So allzu viel ist es nicht. Ich hatte es ja so ein bisschen sträflichst vernachlässigt immer. So, Waffenblöcke. Okay. So 2000 ist schon eine Reichweite, die finde ich gut. 1400 auch das Sturmgeschütz. Das sind auch Waffenblöcke, okay. Interessant. Interessant, dass das auch Waffenblöcke sind. Ich brauche wieder mehr Waffen. Deutlich mehr Waffen. So. Hier sind welche. Gut. Er scheint gut Schaden zu machen. 1700. Anti-Capital Ship Operations. Highly effective against large ships, large blocks. Ja, wir haben jetzt den hier, ne? Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, installieren wir. Das ist der 5 Megawatt. Ah. Ja, nehmen wir den hier. Ich finde den gut. Vor allem ist er klein. Das ist auch gut, das gefällt mir. Ich würde den jetzt gerne da oben drauf anbringen. Ich mochte das gerade nicht, dass das da links unten war. Ich könnte hier vorne jeweils einen installieren. Aber das nicht im Sinne des Erfinders. Reichweite sind 1700 Meter. Stahlplatten habe ich. Ich könnte jetzt praktisch immer von hier nochmal so ein bisschen weiter weggehen. Ja, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ich muss mir jetzt den weißen Block raussuchen, genau. Geht man halt hier. Machen wir hier jetzt einfach nur ganz schlicht. Nichts mega Wildes oder Dramatisches. Genau. Kurz hier. Kriege ich das dahin oder nicht? Ja, okay. Passt dann doch noch. Hier auch noch. Dann noch da. Aber ich glaube, hier könnte ich noch anbringen, ne? Ja, genau. So, dann setzen wir den einfach da drauf. Dann setzen wir den. Ich setze den höher. Ja. Besser ist das. Dann setzen wir doch noch eine Batterie da drunter. 5 Fall der Fälle. Ja, machen wir doch. Wenn das dann doch voneinander getrennt ist, haben wir dann den Vorteil, dass es immer noch funktioniert. Ja, das ist vielleicht ganz gut, so denke ich mir. Ja, sehr schön. Das ist die Batterie auch ein bisschen sicherer. Und ich kann dann hier... ich bin jetzt im Überlegen, ob ich... Ja, machen wir. Ich habe gerade eine Idee. Und zwar, damit das Ding richtig reinhaut und nicht so schnell kaputt geht wie die anderen, machen wir es einfach noch eine Nummer größer. So wie es jetzt ist, ne? Genau. So. Und dann
Achso, ich habe. Weil es eine Schräge ist unten drunter. Ah. Achso. Das muss man natürlich auch wissen, ne? Okay. Super. Das heißt dann hier. Jetzt auch einfach mal schwere Panzerung dran, was soll's. Soll ja hier eine 1A-Waffenplattform sein, die uns beschützt vor allem. Genau. Wobei, nee, es passt dann auch nicht. Da muss sie auch breiter werden. Ja, doch, ist, muss sie ja dann auch. Ja, okay, passt. Etwas durcheinander. Dann muss hier noch mal eins breiter. Okay, machen wir erstmal ganz kurz das mit den Waffen. Damit wir jetzt nicht durcheinander kommen und es halt passt. Okay, also hier ist eine Waffe. Und da ist eine Waffe. Dann ist hier eine Waffe und da ist eine Waffe. Genau. Und die schießen dann halt, und diese Viererblöcke werde ich jetzt dann praktisch überall hinsetzen, damit alles sicher ist. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Feuerkraft, hoffe ich. Also ich mutmaße das jetzt, ne? Wir haben ja noch keine Erfahrungswerte mit den Dingern. Oh. Setzen wir noch hier eine weitere Batterie mit rein. Genau. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier praktisch immer unseren Turm. So eine Art Turm, wie man es so nennen möchte. Wo dann jetzt diese ganzen Geschütze sind, die uns dann verteidigen. Mit 1700 Kilometern. Also, wenn es jetzt. 1700 Kilometern. 1,7 Kilometer so rum. 1700 Metern. Wenn es aus dieser Richtung hier was kommt. Okay, passt. Machen wir noch da vorne einen hin, da hinten und da. Und ich denke, dann ist das recht gut. Hoffe ich. Oh, sogar schon die ersten fertig hier. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn Schniekes dafür? Ah, Supraleiter. Ja, das ist. Okay, gut. Dann konfigurieren wir die mal. Ich setze mir mal hier kurz so eine Rampe hin. Ein bisschen nervig, nämlich, dass ich da nicht rauf kann. Genau, schön wieder machen hier. Ja, zu viel zu tun und zu wenig bilden Repair-Systeme. Ah, Energiezellen fehlen. Okay. Das kann sogar wirklich sein, dass Energiezellen fehlen. Da oben brennt es auch noch fleißig, ne? Ach Gott. Schlimm. Gucken kurz Energiezellen. Ja, die haben wir halt nicht erbeutet, klar. Logisch. Da sind sie. Machen wir 300 Stück, würde ich sagen. So, das mal hier irgendwo mit hinpacken. Das so. Ich habe ja nur so Zugriff auf irgendeinen Platz. Stimmt ja. Ja, hier vorne nicht unser Zugriffspunkt. Genau. Da ist er. Dann mal hinein damit. Schon ein bisschen was gesüppelt und gefuttert. Sehr schön. Oh, was ist das da? Ja, okay. Der richtige Zeitpunkt, um unsere Plasma-Turrets. Das ist dann Richtung Süden.
Speichern, die einmal auszurichten. So, das sind die mal Meter, genau. Und der soll auch erst auf Waffen gehen. Aber Antrieb hätte auch was. Energiesysteme, sagen wir Energiesysteme. Schade, dass er nicht näher ranfliegt. Würde mich jetzt schon brennend interessieren. War schon riesig, ne? Ja. Krass. Ja, das geht noch, ne? Beim Restmarker momentan nicht. Da will er noch nicht arbeiten. Na, schade, Bombe ist weg. Aber es fliegt auch von uns weg. Schade, 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 schade. Oder vielleicht auch ganz gut, so wer weiß, was passieren würde. Muss es ja jetzt nicht unbedingt herausfinden. Ah, 53 hat die Energiezelle schon. Aber da muss, glaube ich, erst da hinten noch die Energiezellen mit reparieren. Das sind, glaube ich, die Dinger, die qualmen und brennen. Können wir mal hingucken, was es ist. Ich würde schon sagen, Energiezellen. Ne, hier ist es irgendwas, okay. Energiezellen scheinen so weit intakt zu sein. Ja, die Dinger sind das hier. Oder? Ah, hier. Triebwerkskomponenten. Weiß ich gar nicht, ob wir welche haben, ehrlich gesagt. Auch nicht so weit. Okay. Ja, dann würde ich fast schon sagen, für heute ist das, glaube ich, genug. Wir waren jetzt fleißig, haben einen von diesen Türmchen oder von diesen Türmen haben wir aufgebaut. Damit sollten wir jetzt zumindest in der Hinsicht unsere Ruhe haben. Ich würde, glaube ich, hier vorne das hinsetzen wollen, ja. Ich glaube, das ist ganz okay. Ja, machen wir so. Aber das machen wir dann ganz entspannt beim nächsten Mal.